Deutsche gewinnen, normal. Ich bin Kaiserslautern und werde die Leute fragen, wer gewinnt die EM 2024? Deutschland ist ziemlich stark, aber Spanien ist stärker. Kommentiert mal, wer das Spiel Spanien gegen Deutschland gewinnen wird. Let's go! Wer gewinnt die EM 2024? Cristiano, der Goat. Wer ist, wo spielt Cristiano? Portugal oder so. Keine Ahnung mehr. Wo spielt Cristiano mit? Portugal. Ja, spielt er bei Portugal? Was meinst du, Nationalmannschaft? Ja. Ja, Portugal. Die werden easy gewinnen. Erstmal. Machen wir auf drei Sü? Ja. Drei. Ich mach zwei. Eins. Sü! Wer gewinnt die EM 2024? Deutschland. Deutschland gegen Spanien, wie das Spiel ausgehen? 3-1. 3-1. Die Deutschen werden so viel Tor machen. Ja. Spanien ist stark unterwegs. Viert. Vielleicht 3-2 oder. Auf jeden Fall, dass Deutschland gewinnt. Okay. Wer gewinnt die EM 2024? Ich hoffe Deutschland. Spanien gegen Deutschland, was wird das Ergebnis sein? Ich schätze einen Gleichstand 2-2. Wer ist der beste Spieler der deutschen Nationalmannschaft? Ich denke, der wird. Der wird? Musiala ist mit oben mit dabei? Musiala auf jeden Fall, doch Musiala. Den darf man nicht vergessen, das ist so, ja, sagt wie ein Bruder zu mir. Das ist ja, echt schwarz. Wer gewinnt die EM 2024? Ich würde sagen Deutschland. Was wird das Ergebnis sein? Spanien gegen Deutschland? Ich sag mal 3-0 für uns. Boah, 3-0. Die Spanier sind stark gewesen. Gestern Georgien haben sie ein bisschen gepennt, aber trotzdem. Wer ist der beste Spieler der Nationalmannschaft? Niklas Füllkrug. Ja, der Füllkrug, der macht gute Tore. Ja. Hat ein wichtiges Tor für uns schon gemacht. Wer gewinnt die EM 2024? Deutschland hoffentlich. Deutschland gegen Spanien, wie wird das Ergebnis sein? Also ich glaube, Spanien wird gewinnen, aber ich hoffe trotzdem, dass Deutschland... Auch dann, mal wieder gewinnt. Ne? Dann kann ja Deutschland die EM ja gar nicht gewinnen, wenn sie sagen, dass... Ja, ich hoffe es, dass Deutschland gewinnt, aber... Wer ist der beste Spieler der Nationalmannschaft? Also ich sag Rüdiger, der ist witzig. Ich feier Rüdiger, ja. Wer gewinnt die EM 2024? Deutschland. Wer ist der beste, beste Spieler der Nationalmannschaft? Toni Kroos. Wie wird das Spiel aus gegen Spanien, gegen Deutschland? 3-2 für Deutschland. 3-1? 3-2? 3-2. Okay. Wer gewinnt die EM 2024? Boah, ich beschäftige mich nicht mit Fußball. Deutschland. Was wird das Ergebnis sein? Spanien gegen Deutschland? Ich hoffe auf ein 2-1. 2-1. Wer ist der beste Spieler der Nationalmannschaft? Musiala. Ich gucke kein Fußball. Kein Fußball. Sag einfach Toni Kroos. Wer gewinnt die EM 2024? Spanien. Ja, Deutschland gegen Spanien, wird das Spiel ausgehen, Ihrer Meinung nach? 3-1 für Spanien. Also, was braucht Deutschland, um noch stärker zu werden, damit sie gegen Spanien gewinnen, Ihrer Meinung nach? Vielleicht, wenn er mal der Havertz rauslassen oder Füllkrug bringt. Ja, Füllkrug hat schon viele Tore für Deutschland gemacht, natürlich. Wer gewinnt die EM 2024? Deutschland. Deutschland gegen Spanien, wird das Ergebnis sein? Sekunde, wann? Das ist bald, oder? Ja, das ist am, keine Ahnung, Donnerstag, keine Ahnung. Deutschland natürlich 2-1. 2-1? Ja. Spanien ist stark, aber wer ist der beste Spieler der Nationalmannschaft Deutschlands? Natürlich Neuer. Deutsche gewinnen, normal. Deutsche gegen Spanien, wer gewinnt? Deutsche. Was wird das Ergebnis da sein? 2-0. 2-0. Sind Sie zufrieden mit der EM 2024? Ja. Was sagen Sie zu den Schiris momentan, Schiedsrichter? 50-50. Ja. Sind Sie zufrieden mit der EM 2024? Nein, weil meine Mannschaft ist weg und die sind aus Polen ursprünglich, deswegen, die haben verloren. Lewandowski war im letzten Spiel sehr stark, ja. Aber die anderen Spiele hat Polen schon ein bisschen gepennt. Wir haben schon einige Probleme, genau, in der Mannschaft, deswegen läuft das immer so eigentlich schlecht. Oder meistens, ja. Genau. Deutschland gegen Spanien, wenn sie weiterkommen? Ich finde Spanien gewonnen. Ja, so. Was wird das Ergebnis sein aber? Ach, Digga, chill dich mal. Spanien 2-0. 2-0. Bist du zufrieden mit der EM 2024? Ja. Die Stimmung ist okay für dich oder übertreiben ein paar Leute? Ja, geht. Wer übertreibt? Wo Türkei gewonnen hat. Die ganze Stadt war voll. Aber war cool, oder? Ja. Chill mal. wie findest du die Schiris momentan in der EM? Gut. Du hast gar nicht geguckt? Ich habe nur zwei Spiele geguckt. Deutschland gegen Spanien, wer gewinnt? Oh, das kann ich nicht so einschätzen. Spanien ist so gut, oder? Ich weiß nicht. Bist du zufrieden mit der EM 2024? Eigentlich schon. Was sagst du zu den Schiris? Wollen wir dich weiterreden oder? Generell, Portugal war ja auch dabei. Oh, da enthalte ich mich ein bisschen. Deutschland gegen Spanien, wenn beide weiterkommen, wer wird gewinnen? Spanien 1-0. 2-1 Deutschland.
Er hat noch zumindest Hoffnung. Werden die Deutschen gewinnen? Wann? Die EM? Ach so, ja. Sind Sie zufrieden mit der EM 2024? Ja, bis jetzt schon. Bis jetzt kann man nichts sagen. Aber die Schiris, habt ihr die vergessen? Ja, mit denen muss man leben. Das ist ja immer so. Bei jedem Turnier. Was sagen Sie zu den Schiris? Schwachsinn! Schwachsinn? Nee, keine Ahnung. Ist okay. Ist okay? Ja. Deutschland gegen Schweiz war Schiri-mäßig, Portugal. Aber letztendlich hat es gereicht für Gruppensieg. Deutschland gegen Spanien, wer gewinnt? Ha, das weiß ich nicht. Denken Sie nicht, dass die Deutschen die EM gewinnen? Weiß nicht. Deutschland gegen Spanien, wer gewinnt da? Trotzdem noch Deutschland. Das Ergebnis? Gegeneinander spielen, 2-1. 2-1, ja, ich glaube, die werden schon gegeneinander spielen. Sind Sie zufrieden mit der EM 2024? Definitiv. Wie finden Sie die Schiris momentan? Naja, der gegen Schweiz war jetzt nicht so gut, aber... Was sagen Sie, Portugal? Cristiano Ronaldo im Strafraum gezogen, wie ja. Verrückt. Ja, also das Spiel war sowieso krass. Also 18 ja. Karten, das ist ein Rekord. Also. Ich war doch gegen Türkei, oder? Ja, war doch. Ja. Ich habe Portugal gesagt. Ja, Georgien. Aber das war doch. Ach Portugal, so. Georgien. Aber okay, ist alles gut, alles gut.